Hi, heute geht es um ein echt kontroverses Thema und zwar ums Impfen. Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis: Ich bin kein Experte, ich habe keine Ahnung. Mein Halbwissen habe ich aus verschiedenen Internetblogs und dieser Hebammenzeitschrift, die über die einzelnen Krankheiten informiert. Daran habe ich mir meine Meinung gebildet. Was ich euch hier erzähle, ist also keine Empfehlung und kein Hinweis, sondern nur die Geschichte, wie ich mein drittes Kind jetzt impfen lasse. Wie kommt es also dazu, dass ich überhaupt darüber nachdenke, mein drittes Kind anders zu impfen als die beiden anderen? Ja, den Aufruf hat meine Gyn eigentlich nochmal gestartet. Die hat gesagt: Mensch, gucken Sie nochmal wirklich, was in den einzelnen Impfstoffen drin ist, was geimpft wird. Das sollte alles lieber nicht sein. Die Dirty Dozens, Alu und Formaldehyd sind so unglaublich hoch in den Säuglingsimpfstoffen. Gucken Sie wirklich, was wirklich benötigt wird und was Sie weglassen können. Also habe ich mich hingesetzt, habe geguckt, was haben die Großen alles. Die Großen sind durchgeimpft, tatsächlich haben alles in der Zwischenzeit, ein bisschen mit einem versetzten Zeitplan, aber eigentlich schon grob nach STIKO-Empfehlung. STIKO ist die Ständige Impfkommission hier in Deutschland, die also eine Tabelle rausgibt, wie die Kinder geimpft werden sollen und die, ich sage jetzt mal, meisten Kinderärzte halten sich ja auch daran. Mein Kinderarzt, mit dem habe ich schon gesprochen, der hat auch gesagt, ja, er impft nach STIKO. Das bedeutet also, in diesem Heft hier ist hinten eine Übersicht drin. Das Heft ist Stand 2011, aber grundsätzlich hat sich da nicht so viel dran verändert. Da sehen wir, welche Krankheiten in Deutschland geimpft werden, mit welchen Impfstoffen und wie oft geimpft wird. Das habe ich mir jetzt mal angeguckt. Es geht um folgende Krankheiten: Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, HIP, also diesen Influenza-Virus, Polio, Hepatitis B, Pneumokokken, Meningokokken, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, HPV. Das steht in der STIKO-Liste drin. FSME ist außerdem ein Thema, ob man es impfen lässt oder nicht. Okay, fangen wir mal an. Wir gucken uns die Krankheiten an. Tetanus, starten wir damit. Wundstarrkrampf ist ziemlich hässlich. Wird man normalerweise, wenn der Impfstatus unklar ist, so und so bei einer tiefen Schnittwunde im Krankenhaus direkt geimpft. Aber ja, ich finde, mein Kind braucht es. Es scheint allerdings einen Schutz zu geben im ersten Lebensjahr. Das heißt, ich habe für mich entschieden, dass es erstmal Tetanus ist erstmal nicht ganz so wichtig, weil große Wunden ja auch erstmal bei einem Säugling unwahrscheinlich sind. Als nächstes habe ich mir die Diphtherie angeguckt. Ja, bei der Diphtherie heißt es tatsächlich, es gibt, wenn 80% der Bevölkerung geimpft sind, gibt es einen Herdenschutz, auf den also so ein Säugling so zum Beispiel zurückgreifen kann. Wäre natürlich jetzt viel relevanter, wenn wir ins Ausland gehen würden. Also wir wissen, in Deutschland sind die meisten Menschen gegen Diphtherie geimpft. Im Ausland wissen wir es nicht. Polio finde ich, also wir wissen alle, Kinderlähmung findet sich auf jeden Fall im Ausland, in Indien oder in Ägypten, im Sand. Ist für mich eine sozialverpflichtende Impfung, weil wir haben kein Polio hier mehr, weil sich alle immer artig gegen Polio impfen lassen. Und auch das werde ich bei meinem Kind tun. Wann ist die Frage? Pertussis. Bei der Pertussis, also bei Keuchhusten, ist es so, also pff, ja, Keuchhusten an sich, na klar, für so einen Säugling echt eine schlimme Krankheit. Aber ansonsten ist es einfach so, dass das halt ein hässlicher Husten ist, der über Wochen anhält. Man kann zwar diese Bakterien bekämpfen mit Antibiotika, es hat aber wohl keine Auswirkungen auf den Husten. Der Husten bleibt. Es gibt immer mehr Impfversager gegen diese Pertussis-Impfung. Es scheint einfach so, dass es da neue Stämme gibt und dass die jüngere Generation, die mit dem neuen Impfstoff schon geimpft ist, nicht so immun ist. Also ich kenne auch jemanden, der trotz Impfung keinen Immunschutz hat. HIP. Bei diesem Influenza-Virus ist es halt so, dass du überall lesen kannst, ein gestilltes Kind in einem Nichtraucherhaushalt ist grundsätzlich für so einen Infekt weniger anfällig. Ja, die Chance, das zu bekommen, ist ziemlich gering. Vor allen Dingen, weil in unserer Familie ja alle schon geimpft sind. Das heißt also, ich finde, Remis ist erstmal echt sicher. Mache ich mir keine Platte drum. Kann ich gedanklich erstmal auch wegschieben.
Hepatitis B ist in der Kombi-Impfung, in der Sechsfachimpfung mit drin. Habe ich so und so auch schon für die großen Kinder abgewählt. Hepatitis lasse ich rausnehmen. Damals habe ich das bei Etienne entschieden, weil ich tatsächlich gelesen habe, ich habe es persönlich genommen, ja. Also habe ich gelesen, die WHO empfiehlt auch Säuglinge bereits gegen Hepatitis B impfen zu lassen, weil Eltern im Säuglingsalter noch nicht impfmüde sind. Das bedeutet, ich lasse mein Kind doch nicht nur deshalb jetzt schon dagegen impfen, weil ich es später vergessen könnte. Ich behaupte von mir selber, dass ich nicht impfmüde bin. Ich habe auch bei mir immer darauf geachtet, dass alles aufgefrischt wird und ich habe auch gegen alles Titer. Ja? Außerdem gibt es einen signifikanten Anstieg von Todesfällen nach der Sechsfachimpfung. Ich kenne ganz viele Kinder, die sind sechsfach geimpft, denen geht es prima und fein. Ich frage mich tatsächlich auch, wie die auseinander dividieren wollen, dass die Impfung, die ja so um die 12. Woche gemacht wird, und der plötzliche Kindstod, die Fälle, die häufen sich ja auch um die 12. Woche. Wie wollen sie das auseinander dividieren, inwieweit das zusammengehört oder vielleicht einfach nur ein Zufall ist? Keine Ahnung, ich kenne die Studie nicht. Ich habe es auf jeden Fall erstmal weggelassen. Denn Hepatitis B kannst du dann bekommen, wenn du dreckige Tattoo-Nadeln benutzt oder ein Junkie bist oder über Geschlechtsverkehr bzw. Körperflüssigkeiten. Nein, hat er nicht. Und in der Familie haben wir auch keinen Hepatitis-Fall, deswegen kriegen meine Kinder diese Impfung erst nach dem dritten Geburtstag, haben die anderen beiden auch bekommen, erst nach dem dritten Geburtstag als Hepatitis A und B, und zwar als, also ich tituliere sie als Reiseimpfung, ja, weil wenn du ins Ausland gehst, brauchst du das. Pneumokokken, bei Pneumokokken bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob das nicht clever wäre, das jetzt gleich zu impfen. Bei der U4 muss ich den Arzt mal fragen, der wird wahrscheinlich ja sagen, aber das ist ein Einzelimpfstoff, ich glaube, das lasse ich ihn jetzt gleich impfen. Prevenar 13 ist das und der ist auch eigentlich ganz gut verträglich. Masern. Ja, Masern gibt es halt in Kombi mit Mumps, Masern, Röteln. Es gibt einen Einzelimpfstoff, Merieux. Weiß ich nicht, ob ich an den rankomme und oder ob mein Arzt den überhaupt dann auch verabreicht. Masern würde ich auf jeden Fall ab nach dem ersten Geburtstag impfen lassen. Aber Mumps und Röteln muss halt nicht sein. Mumps und Röteln sind zwei unkomplizierte Krankheiten. Gegen Röteln impfen wir wegen den Schwangeren und gegen Mumps impfen wir wegen der Gefahr Hodeninfektionen und Unfruchtbarkeit beim Mann. Kommt ganz selten vor, erstens. Und zweitens, natürlich nur bei geschlechtsreifen Männern. Bei Mädchen ist es anscheinend nämlich so, dass wenn die Mumps hatten, haben die ein 20% geringeres Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Anscheinend haben manche Krankheiten einen Lerneffekt fürs Immunsystem. Es wäre also eigentlich ganz gut, wenn vielleicht alle mal mit Mumps durchmachen. Richtung Pubertät hin, wenn es bis dahin nicht passiert ist, werde ich auf jeden Fall impfen. Weil dann könnte es ja auch zu dieser Hodenentzündung mit Unfruchtbarkeit führen. Und wie gesagt, Röteln sind eigentlich auch eine unkomplizierte Angelegenheit, aber es ist halt wirklich gefährlich für Schwangere, weshalb es total freundlich wäre, wenn man sich gegen Röteln impfen lässt. Für mich auch eine sozial verpflichtende Impfung. Ich möchte nicht, dass jemand sich an meinem Kind mit Röteln ansteckt und da vielleicht eine Fehlgeburt hat. Okay, Windpocken ist jetzt sowas. Wir hatten alle Windpocken. Und ich habe damals bei Etienne, bei meinem ersten Sohn, habe ich überlegt, jetzt impfen oder nicht impfen. Und da hatte der Arzt mir gesagt, dass der hat in der Geriatrie auch gearbeitet, dass er halt einen Anstieg von Gürtelrose im Alter sieht. Und wenn wir jetzt das Kind gegen Windpocken, gegen Varizellen impfen lassen würden, würde auch sozusagen gegen Gürtelrose geimpft werden. Jetzt steht aber in meiner Hebammenzeitschrift, ich erzähle euch das, ich lese euch das mal vor. Dieses Heft ist übrigens an ziemlich vielen Stellen sehr schwammig und ungenau formuliert. Und zum Thema Windpocken steht Folgendes. Es ist auch zu befürchten, dass langfristig die Erkrankungen an Gürtelrose zunehmen, Folge des seltener werdenden Kontakts von Erwachsenen mit Windpocken. Das hört sich für mich jetzt wieder so an, als wenn du keine Windpocken hattest, trotzdem Gürtelrose haben kannst. Dabei ist es doch der gleiche Virus. Und wenn du gegen Windpocken geimpft bist, kannst du doch keine Gürtelrose mehr kriegen. Puh.
Ich verstehe es nicht. Ich muss das nochmal den Arzt fragen. Oder ihr wisst es und erzählt es mir. Windpocken, also wenn überhaupt, würde ich es auch nach hinten verschieben. HPV ist eine Impfung für Mädchen. Ich bin auch einmal durchgeimpft. Die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. In der Zwischenzeit sind sie alle schon ein bisschen wieder vorsichtiger mit den Formulierungen davon. Meine Gyn hat mir zum Beispiel gesagt, dass in dieser Impfung Ovariotoxine drin sind. Das bedeutet also, dass sie die Ovarien angreifen, die Eierstöcke, und eventuell zu Unfruchtbarkeit führen. Na, wie verrückt ist das denn bitte? Meine alte Gyn allerdings, die hat ihre beiden Söhne sogar dagegen impfen lassen, weil sie gesagt hatte, sie hatte auch so viele Männer auf dem OP-Tisch, denen sie da so hässliche Sachen wegschneiden musste, die nämlich durch den Virus ausgelöst werden. Man weiß es nicht. Gut, jetzt interessiert es Remy eigentlich recht wenig Gebärmutterhalskrebs. Außer er überträgt es natürlich seiner Freundin. Aber für Yalou habe ich das auf jeden Fall abgewählt. Die lasse ich nicht impfen. Und als letzte Überlegung, FSME. Meine Schwiegermama wohnt in einem hochexplosiven, hochgradig gefährdeten Gebiet für FSME. Mag ist auch geimpft. Allerdings heilt diese Frühsommermeningitis bei Kindern und Jugendlichen ohne jegliche Probleme aus. Es gibt eigentlich keine bekannten schweren Erkrankungen bei jungen Menschen. Deswegen habe ich das jetzt auch abgewählt. FSME brauchen sie nicht. Man kann ja dann auch sich absammeln, kontrollieren nach dem Waldspaziergang und Insektenspray, also Spray benutzen vorher, um sich davor zu schützen. Das sind also jetzt erstmal so die Grundüberlegungen für die einzelnen Geschichten. So, jetzt habe ich vielleicht beschlossen, dass ich dieses und jenes und das nicht impfen lassen würde, aber dieses und jenes brauche er unbedingt. Ja, und jetzt komme ich halt natürlich zu dem Problem, dass ich gar nicht alles so impfen kann, wie ich es gerne impfen möchte, weil es natürlich nur verschiedene Impfstoffe in Deutschland zugelassen gibt. Okay, habe ich mich einmal mit den ganzen Krankheiten beschäftigt, die da so rumfleuchen und die STIKO empfiehlt, zu beimpfen. Gucken wir doch mal in die Nachbarländer. Das finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Und da habe ich eine Webseite gefunden, die verlinke ich euch unten drunter, dass ihr die auch findet. Und zwar hat sich da jemand die Mühe gemacht und die einzelnen Impfkommissionen miteinander verglichen. Es geht um 19 westeuropäische Impfkommissionen, die hier miteinander verglichen werden. Und das wird immer gegenübergestellt und ist halt im Prinzip im Gegensatz zu dem, was die STIKO empfiehlt. 10 von 19 westeuropäischen Impfkommissionen empfehlen die Grundimmunisierung mit 5- und 6-facher Impfstoff, ja klar, aber nur mit 3 Impfungen. Die STIKO sagt, wir brauchen 4 davon. Ich glaube, das ist Lobbyarbeit. Die machen natürlich 25% mehr Umsatz, wenn sie eine 4. Impfung verkaufen. Und mein Kind ist aber auch noch mal ein 4. Mal belastet mit dem ganzen Blödsinn, der da drin ist. Lasse ich nur 3-mal impfen. Was war noch krass? 12 von 19 westeuropäischen Impfkommissionen halten im Gegensatz zur STIKO die Windpockenimpfung im Kleinkindsalter nicht für sinnvoll. Ja, da habe ich ja eigentlich meine Antwort schon, dass ich das jetzt hier vielleicht weglasse. 9 von 19 westeuropäischen Impfkommissionen halten im Gegensatz zur STIKO die Rotavirusimpfung im Säuglingsalter nicht für sinnvoll. Was war noch krass? 17 von 19 westeuropäischen Impfkommissionen halten im Gegensatz zur STIKO den Beginn der MMR-Impfung im 2. Lebensjahr für ausreichend. Das bedeutet, es gab hier zu Yalous Geburt, gab es in Berlin die Masernepidemie, da hieß es, oh, lasst eure Kinder schon mit 9 Monaten dagegen impfen, hat die STIKO empfohlen. Wobei klar ist, dass also 9 Monate alte Kinder, die dagegen geimpft sind, oft Impfversager sind. Außerdem wurde gesagt, nach 12 Wochen muss unbedingt die 2. Impfung erfolgen. Was so nicht wahr ist, viele Impfkommissionen, Moment, stand hier auch, 14 von 19 Impfkommissionen sagen, dass die 2. MMR-Impfung erst nach dem 3. Geburtstag erfolgen kann. STIKO sagt nach 12 Wochen. Das heißt also für mich, die sind sich alle uneinig, was auch ein Beweis dafür ist, dass man es nicht richtig und nicht falsch machen kann. Man findet keinen richtigen Mittelweg. Gibt's, glaube ich, nicht. Du findest immer nur jemanden, der vollkommen pro ist oder vollkommen kontra ist. So eine schwammige Linie dazwischen ist leider nirgendwo zu finden. Trotzdem muss ich einen Impfplan machen, weil ich gerne möchte, dass er geimpft wird. Und mein Impfplan sieht jetzt wie folgt aus. Bei der U4
kläre ich ab, ob Pneumokokken jetzt so wichtig sind, dass ich ihn gleich impfen lasse dagegen. Das ist ein Einzelimpfstoff, würde ich ihn jetzt schon impfen lassen. Als nächstes würde ich ihn gerne mit einem Dreifachimpfstoff impfen lassen, ab 6 Monaten. Frühestens, lieber eher ab 12 Monaten. Den wird es aber nicht geben, den Tetravac-Impfstoff. Deshalb muss ich auf Pentavac zurückgreifen. Pentavac schützt gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Pertussis und Hib. Und Pentavac, es gibt noch den anderen Impfstoff Infanrix. Infanrix ist Bäbä, der hat mehr Alu drin, den will ich nicht haben. Den haben die beiden anderen Kinder bekommen. Für Remy möchte ich gerne den Pentavac-Impfstoff, der ist ein bisschen neuer. Den frühestens ab einem halben Jahr. Ich frage den Arzt, ob er sich darauf einlässt, das noch weiter nach hinten rauszuschieben. Mal sehen, kann ich auch nur machen, muss ich dazu sagen, weil ich halt weiß, dass die anderen beiden geschützt sind und die mir nichts anschleppen können. Ja. Mumps, Masern, Röteln würde noch anstehen ab einem Jahr. Mumps, Masern, Röteln, ich würde voll gerne, würde ich ihn nur gegen Masern impfen lassen erstmal ab einem Jahr. Es gibt einen Einzelimpfstoff, Merieux heißt der, den müsste ich mir aber in der Schweiz besorgen. Der hat keine Zulassung, glaube ich, für Deutschland. Deswegen befürchte ich, dass mein Arzt auch sagt, nein, er impft den nicht. Muss ich ihn fragen? Weiß ich nicht. Ansonsten würde ich dann, falls ich Merieux kriegen würde, würde ich ihn dann im pubertierenden Alter, was weiß ich, mit 12 oder so, Gott, hoffentlich wird er nicht früh pubertär, würde ich ihn ab 12 dann doch mit der MMR-Impfung impfen lassen, einfach damit er Röteln keine Gefahr für Schwangere ist, Mumps nicht unfruchtbar wird und Masern Auffrischung sozusagen. Ja, was ansonsten, Meningokokken C, gibt es in Deutschland eigentlich so nicht mehr Meningokokken, aber in unseren Nachbarländern, in Frankreich und in England, gibt es noch häufig Fälle von Meningokokken C. Verrückt ist, dass die meisten Meningokokken-Erkrankungen durch den Virus Meningokokken B ausgelöst werden, gegen den es keinen Impfstoff gibt, aber vielleicht werden die meisten deshalb genau ausgelöst, weil es eben keinen Impfstoff gibt. Ja, also den braucht er auch, aber den kriegt er erst nach dem 3. Lebensjahr. Das sind so meine Überlegungen. Die 5-fach-Impfung nur 3-mal statt 4-mal. Und falls er Merieux bzw. Mumps-Masern-Röteln kriegen sollte, nur 1 Impfung. Und dann werde ich den Titer bestimmen lassen. Weil bereits 95% nach Merieux-Gabe und 90% nach Mumps-Masern-Röteln-Impfstoffgabe einen Immunschutz bereits aufgebaut haben und nicht nochmal immunisiert werden müssen. Ein zweites Mal. Ja, so sieht's aus. Ich bin ganz gespannt, auf was sich der Arzt einlässt. Wir haben den Termin erst in 4 Wochen. Bis dahin wird es vielleicht nochmal in meinem Kopf genau reifen. Und dann erzähle ich euch nochmal, wie es war, wie groß der Anschiss von meinem Arzt war, wenn ich ihn mit meinen Überlegungen konfrontiere. Und von euch möchte ich gerne wissen, ob ich eine Macke habe, ob ich lieber nicht darüber nachdenken sollte. Ich bin schließlich keine Experte. Ich sollte mich vielleicht einfach in die Hände der Ärzte und der STIKO begeben. Sagt's mir bitte. See you later. Schweres Thema.